Stefan Beck habe ich auch gesehen. Natürlich auch Spieler unter Svetislav in der Nationalmannschaft und bei Alba Berlin und später mit ihm hier in Köln zusammengearbeitet. Er war Trainer, du warst Sportdirektor. Wir haben eben gerade gehört, dass Pavicevic hat auf uns alle so ein bestimmtes Bild von ihm. Und jetzt kommt da so eine Szene rein, dass er halt belesen ist und Literatur mag und so weiter. Was ist denn die eine andere Schicht von Svetislav Pesic, der andere Aspekt, der nie so im Vordergrund stand? Also ich glaube, dass das Bild ist ganz wichtig für ihn als Trainer, dass er so funktionieren kann und dass er sich den Respekt, den er ja auch haben muss und den er sich vielleicht auch schon erworben oder aufgebaut hat, dass er den auch behält. Ich glaube, alle jugoslawischen Trainer leben davon, sondern haben es gerne, ein Bild von sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das ist genau das Bild, das eben in Luka Pavicevic und natürlich auch in Svetislav Pesic hier nach Deutschland gebracht hat. Die Übersetzung war übrigens von dem Hans Kotschian, das war der Übersetzer. Er glaubt, ihr müsst euch jetzt ein bisschen mehr anstrengen. Das war aber über Pitschko Madrina und Pushi Kurac und Jebote und alles, was wir hören konnten. Und dann haben wir uns aber auch ein bisschen mehr angestrengt. Ne? Aber natürlich sind das Menschen. Ja? Und das eine ist die Fassade, die sie nach außen bringen. Und das andere ist, ich glaube, gute Trainer können das verbinden. Svetislav, ich habe Luka Pavicevic nicht als Trainer kennengelernt. Ich habe ihn als Spieler gesehen und weiß, wie besessen er war und ich weiß, wie gut besessene Trainer funktionieren können. Und Svetislav Pesic hat da eben noch eine Ebene reingebracht, dass er sehr hart, aber immer ehrlich und vor allem auch ein Herz für seine ehemaligen Spieler hatte. Also es konnte ihn als Spieler, der mal unter ihm trainiert hat und mit ihm gespielt hat, immer anrufen, um Ratschläge fragen. Und er hat sich gekümmert, dass er einen Spieler, der mit ihm gespielt hat, in andere Situationen kommt, neue Vereine findet. Also er hat eigentlich, das habe ich immer gemerkt, viel Herz. Ja, bei aller Schimpferei und bei allem Regeln und bei aller strikten Sturheit, die er bestimmt hat, hat er auch viel Herz für das, was ein Spieler eben braucht.